Hallo ihr Lieben, ich möchte plaudern über die Entrückung. Was ist mit der Entrückung eigentlich gemeint? Das habe ich mich nämlich öfter gefragt. Ich habe dazu auch einen Film gesehen, den fand ich auch ganz gut, hat auch nochmal für mich angeregt, mir eigene Gedanken dazu zu machen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, das frage ich mich bis heute, denn ich glaube der biblischen Prophezeiung und ich glaube auch den anderen Aussagen diesbezüglich, denn die Entrückung ist eine Entrückung, in der die Menschen getrennt werden, abgesondert. Indem die Spreu vom Weizen im Vorfeld der Entrückung sozusagen getrennt wird und Menschen die Chance bekommen, sich zu erkennen, aber auch zu bekennen zu dem, was sie sind und zu dem, was sie wirklich sind. Denn eine Transformation, eine erfolgreiche Transformation bedingt, dass man den Schein und den Trug an bzw. in sich selbst erkennt. Dieses annimmt und es damit wandelt. Insofern, dass man die Verantwortung für sich selbst übernimmt und in die Handlung geht und nicht darauf wartet, gerettet zu werden. Denn viele glauben, ich glaube an Gott. Yippie, yay, ich werd gerettet, ich werd entrückt. Nein, nein. An dieser Stelle einen kleinen dezenten Hinweis an alle Christen, die sich wie die Axt im Walde benehmen, die ihren Begierden nachgehen, die eine Ich-Liebe praktizieren, die fern aller Nächstenliebe ist, die dem Mammon hinterherrennen, die dem Herrn dieser Welt dienen. Ihr werdet nicht entrückt, nur weil ihr eine Bibel in der Hand hält, weil ihr die ein oder andere Bibelstelle sogar auswendig könnt. Ihr werdet nicht entrückt, weil ihr keine Verantwortung übernimmt, weil ihr glaubt, der Erlöser kommt einfach mal so und nimmt alle mit, die sagen, ich glaube an Gott, an Jesus. Nein. Worte sagen viel, aber am Ende sind es die Taten. Ich komme jetzt mal zu dem Eigentlichen, was ich sagen möchte. Als Beispiel dessen, wie ich glaube, was mit der Entrückung gemeint ist. Ich komme gerade in meine Küche und plötzlich sehe ich den Ring meiner Mutter auf dem Boden. Und ich denke mir, was macht der denn auf dem Boden? Ich habe die Katzen runtergeschmissen. Den möchte ich auf meine Größe machen und den möchte ich tragen. Und mir kam einmal der Gedanke im Zuge der Entrückung, wie ich mir Gedanken gemacht habe. Diesen Ring möchte ich tragen, wenn ich entrückt werde. Ich will diesen Ring mitnehmen. Genauso wie diese Kette ist auch von meiner Mutter. Da hänge ich dran. Das will ich mitnehmen. Die Entrückung. Da geht es um einen Aufstieg. Die Menschen werden von der Erde geholt. Aufstieg. Was ist denn eigentlich mit dem Aufstieg gemeint? Welche Menschen werden denn geholt und auf die neue Erde gesetzt, weil die alte Erde dem Erdboden sozusagen gleichgemacht wird? Es sind die Menschen, die losgelassen haben. Ich demonstriere das jetzt mal. Diesen Ring habe ich noch nicht losgelassen. Beziehungsweise meine Bindung an diesen Ring.
Genau das passiert nämlich bei der Entrückung. Alles, was du trägst, alles, womit du dich definierst oder definiert hast, alles, was weltlich war, alles, was dich weltlich an diese Erde gebunden hat, ja, alles, was dir auf dieser Erde geschehen ist, was dich geprägt hat, was dir geschadet hat, wonach du gestrebt hast, was dir wichtig war. Wenn du erfolgreich entrückt wirst, hast du all das losgelassen. Du hast die wahren Werte erkannt. Du hast dich selbst erkannt. Du hast dich bekannt zu dem, was du bist. In jeglicher Hinsicht. Du bist geläutert. Werdet wie die Kinder, rein und unschuldig. Das hat mir jetzt dieser Ring gerade noch einmal demonstriert. Die wahre Entrückung ist das Loslassen von alledem, was man auch nicht ist. Es ist die Heilung, es ist die Vergebungsarbeit, es ist die Transformation von Wesensanteilen, was man nicht ist. Geschieht das nicht gerade? Waren die letzten 2,5 Jahre nicht vielleicht auch eine sehr heftige Prüfungszeit für viele, viele Menschen, die dahingehend geprüft wurden? Wie bin ich zu meinen Mitmenschen? Wie gehe ich mit ihnen um? Was ist mir wichtig? Die erkaufte Freiheit, der Materialismus, nicht mehr überall rein zu dürfen, nicht mehr reisen zu dürfen, der Verbot von, du darfst hier in diesen Laden rein und du darfst nicht rein, weil wer spielt Gott und wer ist Gott, anders ausgedrückt, was ist eigentlich Gott? Und was hat Gott mit mir zu tun? Bin ich nur mein Körper? Oder bin ich nicht einiges mehr? Nur mal zum Nachdenken. Für eigene Gedanken.